Wenn du ein Firmenfahrzeug hast und dieses Firmenfahrzeug auch privat nutzt, musst du diese private Nutzung versteuern. Und diese Steuer kannst du auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen berechnen. Entweder mit der 1% Methode oder der Fahrtenbuch Methode. Und die große Frage stellt sich natürlich, ja, was ist denn günstiger? Also womit sparst du denn in der Regel? Man kann so rein grundsätzlich sagen, dass im Durchschnitt das Fahrtenbuch 2.758 Euro günstiger ist. Das heißt, du sparst mit dem Fahrtenbuch in der Regel ordentlich Geld, also über 200 Euro pro Monat. Aber nur weil das der Durchschnitt ist, heißt es natürlich noch lange nicht, dass auch du so viel sparst. Und ich habe da einen spannenden Rechner gefunden und den schauen wir uns einmal an. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich mich ganz herzlich bei dem Sponsor dieses Videos bedanken, und zwar Wimka. Wimka ist ein elektronisches Fahrtenbuch, das sich fast wie von Zauberhand führt. Du hast so einen kleinen Stecker, den steckst du bei dir ins Auto und dann werden alle Fahrten deines Autos protokolliert und dadurch sparst du ganz erheblich viel Zeit beim Führen eines Fahrtenbuches. Wir schauen uns ja gleich an, wie viel Geld du sparst mit dem Fahrtenbuch, und mit dem elektronischen Fahrtenbuch von Wimka sparst du auf jeden Fall auch noch zusätzlich Zeit. Und das Ganze schon ab 21,90 Euro pro Monat. Und mit dem Code steuerfit24 sparst du noch einmal 12% extra. Alle Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung, wenn du auf den ersten Link klickst. Und mit diesen Worten steigen wir einmal direkt ein. Ich nehme dich mit auf meinen Bildschirm und wir rechnen einfach mal aus, wie viel günstiger eigentlich so ein Fahrtenbuch ist. So, wir befinden uns auf der Webseite mit dem Firmenwagenrechner. Den Link zu diesem Rechner, den findest du natürlich auch einmal unter der Videobeschreibung. Das heißt, du kannst das Ganze auch mit deinen echten Zahlen einmal nachrechnen. Wir schauen uns erstmal so den groben Aufbau an und dann schauen wir uns im zweiten Teil des Videos einmal so die großen Einflussfaktoren an. Denn nicht alle Faktoren haben tatsächlich einen großen Einfluss darauf, was jetzt günstiger ist. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, die kannst du dir auch so als allgemeingültige Richtwerte merken. Hier auf der linken Seite geben wir eine ganze Reihe an Informationen an, also alles rund um unser Auto, und hier auf der rechten Seite haben wir quasi die Berechnung. Also hier aus unseren Angaben ergeben sich so bestimmte Zahlen, Abschreibungen, fixe Kosten, operative Kosten, und dann wird einmal die 1% Methode berechnet und einmal die Fahrtenbuchmethode, und hier unten sieht man dann, was günstiger ist. Und das machen wir doch einfach einmal. Als erstes müssen wir beantworten, ob wir hier ein Elektrofahrzeug haben oder ein Hybridfahrzeug. Das liegt einfach daran, dass Elektroautos und Hybridautos zum Teil 50% oder 75% weniger Steuern zahlen müssen. Steuerlich gesehen ist es immer eine fantastische Idee, einen Elektrowagen zu haben. Und dann musst du noch einmal beantworten, ob das Auto geleast oder gekauft ist. Das hat unter Umständen auch einen kleinen Einfluss, gerade im Hinblick darauf, ob du das Auto im Betriebsvermögen hast und es da dann abschreibst. Und das hat natürlich einen Einflussfaktor. Und dann wird die Frage gestellt, ob du das Auto schon länger als 6 Jahre im Betriebsvermögen hast. Warum? Weil Autos in der Regel über 6 Jahre abgeschrieben werden. Das heißt, wenn du das Auto länger als 6 Jahre im Betriebsvermögen hast, dann ist es in der Regel schon abgeschrieben und dann hast du diesen Abschreibungsaufwand nicht mehr in der Buchhaltung. Und dann kannst du hier tatsächlich einfach dein Automodell eingeben. Also wir können jetzt zum Beispiel mal Audi A5 eingeben und dann noch die Motorisierung. Das hat natürlich Einfluss auf die laufenden Kosten. Dieser Rechner arbeitet vor allem mit Schätzwerten. Also es ist so eine, ich würde mal sagen, 80% akkurate Kalkulation und die hilft dir in den meisten Fällen schon. Wenn du jetzt diese Vergleichsrechnung aber 100% akkurat machen möchtest mit den Zahlen aus deiner Buchhaltung, dann schau auch unbedingt einmal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da verlinke ich dir nämlich mal ein Excel-Dokument. Da kannst du auch deine tatsächlichen Daten aus der Buchhaltung eintragen und dann kannst du genau diese Vergleichsrechnung mit dem Tool machen. Du musst dich da nicht anmelden, das kostet nichts, nutzt das gerne. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Und zwar ist dann natürlich wichtig der Bruttolistenpreis. Ist auch relativ logisch, dass das gefragt wird, weil die 1% Methode ja auf dem Bruttolistenpreis beruht. Das heißt, da ist der Bruttolistenpreis entscheidender Maßstab. Bei der Abschreibung des Autos interessiert ja der Bruttolistenpreis nicht. Das interessiert der Listenpreis gar nicht. Da ist nur entscheidend, was du tatsächlich gezahlt hast. Und deswegen musst du auch hier einmal den tatsächlich gezahlten Preis angeben. Der ist ja in der Regel ein bisschen niedriger. Und dann musst du die Entfernungskilometer zwischen dir zu Hause und deiner Arbeitsstätte angeben. Wenn du zu Hause arbeitest, dann kannst du hier natürlich einfach 0 eintragen. Und deine jährliche Gesamtkilometerleistung, also wie viel fährst du. Und wir sehen hier schon so ein bisschen, wenn ich den Regler nach links und rechts verschiebe, es verändert sich auch die Besteuerung und damit auch der finanzielle Vorteil. Und ganz, ganz wichtig, deinen privaten Nutzungsanteil. Den musst du natürlich irgendwie erstmal ermitteln. Wenn du jetzt schon ein Fahrtenbuch führst, dann kennst du den Prozentsatz, ja? Und dann kannst du hier deinen Prozentsatz auswählen, beispielsweise 25% private Fahrten. Und wir sehen direkt, hier verändert sich etwas. Und genau, und jetzt möchte ich gerne mal auf so ein paar Punkte eingehen, die wirklich einen großen Impact haben
auf die Differenz zwischen 1%-Methode und Fahrtenbuch. Und den ersten Punkt habe ich auch schon angesprochen, und zwar ist es der Bruttolistenpreis. Je höher der Bruttolistenpreis ist, desto höher ist auch die Versteuerung nach der 1%-Methode. Deswegen kann man sich so pauschal merken, je höher der Bruttolistenpreis ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 1%-Methode ungünstiger ist. Das heißt, ja, dass die Fahrtenbuchmethode attraktiver ist. Und das schauen wir uns einmal an. Vielleicht gehen wir hier erstmal zurück auf eine realistische Fahrleistung pro Jahr, 35.000 Kilometer. Und dann trage ich hier oben mal ein teures Auto ein. Zum Beispiel nehme ich ein Porsche Cayenne. Und hier sieht man, der Bruttolistenpreis ist erheblich höher und ja, auch die Differenz zwischen Fahrtenbuch und 1%-Methode ist, welche Überraschung, erheblich angestiegen, weil der Bruttolistenpreis höher ist. Dadurch ist die 1%-Methode höher und zwar prozentual höher als tatsächlich die laufenden Kosten, die man bei diesem Auto erwarten kann. Ein anderer Aspekt, der eine Rolle spielt, sind die tatsächlichen Anschaffungskosten. Und die tatsächlichen Anschaffungskosten sind in der Regel niedriger, wenn du einen Gebrauchtwagen kaufst. Das heißt, wenn ich so einen Porsche Cayenne kaufe, das kann ich ja machen, aber vielleicht kaufe ich den gebraucht für nur 45.000 Euro, was immer noch eine Menge Geld ist für ein Auto, aber dann steigt die Differenz natürlich noch einmal mehr an. Das heißt, wenn du einen Gebrauchtwagen als Firmenfahrzeug anschaffst, dann ist die Bemessungsgrundlage nicht der 1%-Methode, aber der Fahrtenbuchmethode niedriger. Warum? Weil in der Fahrtenbuchmethode wird nicht der Bruttolistenpreis als Basis genommen, sondern die tatsächlichen Anschaffungskosten, das heißt die Abschreibungen. Und deswegen steigt das Ganze hier noch einmal. Und diese Differenz kann sogar noch weiter steigen, und zwar, wenn wir in der Berechnungsgrundlage der privaten Versteuerung im Rahmen des Fahrtenbuches gar keine Abschreibungen mehr haben. Und wann haben wir gar keine Abschreibungen? Ja, wenn wir das Auto geschenkt bekommen. Aber was realistischer ist, ist, wenn das Auto einfach abgeschrieben ist. Das heißt, wir haben das Auto einfach schon länger als 6 Jahre, es ist komplett abgeschrieben, und da ändern wir das hier oben einmal und dann steigt die Differenz noch einmal mehr an. Das heißt, hier sparen wir noch mal 700 Euro zusätzlich. Da ist das Auto einfach komplett abgeschrieben und deswegen ist bei dieser Fahrtenbuchmethode einfach ja, diese Abschreibungswerte gar nicht mehr inklusive. Ein weiterer Aspekt, der dafür sorgt, dass es einen großen Unterschied zwischen Fahrtenbuch und 1%-Methode gibt, ist die private Nutzung. Je niedriger die private Nutzung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Fahrtenbuchmethode günstiger ist. Wir können das ja einfach mal anschauen, indem wir hier einfach mal 10% angeben. Wir merken das. Wir haben hier aktuell eine Differenz von ungefähr 3.900 Euro und ich trage jetzt einfach mal 10% an. Und dann bin ich sofort bei 4.700 Euro. Und wenn ich hier eine höhere private Nutzung eingebe, dann sinkt der Wert auf der anderen Seite wieder. Bin ich wieder bei 3.086 Euro. Und es gibt auch noch einen weiteren Faktor, der für eine größere Differenz sorgt, und zwar ist das die Länge deines Arbeitsweges. Also wie lange fährst du eigentlich zu dem normalen Arbeitsweg? Ich habe jetzt 0 Kilometer angegeben und man kann grundsätzlich sagen, je länger der Weg zur Arbeit ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Fahrtenbuchmethode günstiger ist. Hier steht jetzt 0, das heißt, da könnte eventuell die 1%-Methode günstiger sein. Aber bei der 1%-Methode musst du tatsächlich nicht nur 1% des Bruttolistenpreises versteuern, sondern auch 0,03% pro Entfernungskilometer zur Arbeit. Und das ist jetzt in diesem Beispiel halt bei 0. Wenn ich jetzt aber hier 50 Kilometer angebe, dann muss ja erheblich mehr versteuert werden und dann steigt diese Differenz auch weiter an. Du siehst, mit den Entfernungskilometern zur ersten Arbeitsstätte explodieren nahezu die Kosten bei der 1%-Methode. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich hier gar nicht simulieren kann, und zwar sind das die operativen Kosten. Je günstiger der laufende Betrieb deines Autos ist, das heißt, je niedriger die operativen Kosten sind, desto günstiger ist ein Fahrtenbuch. Das heißt, wenn du möglichst sparsam fährst, wenn du das Auto nicht jedes Mal bei dem Nachbar gleich in den Gartenzaun fährst und deswegen ständig zur Reparatur musst, das heißt einfach, wenn du die laufenden Kosten relativ niedrig hältst, dann sorgt das auch dafür, dass das Fahrtenbuch attraktiver ist. Das liegt daran, weil bei der 1%-Methode ja die Basis für die Versteuerung der Bruttolistenpreis ist. Das heißt, die tatsächlichen Kosten oder die tatsächlichen Betriebskosten, die verändern an der Steuer bei der 1%-Methode gar nichts, beim Fahrtenbuch aber ganz erheblich. Je niedriger die Kosten, desto günstiger ist die Fahrtenbuchmethode. Das Ganze wird hier ungefähr geschätzt anhand der Angaben, die hier gemacht wurden. Ich habe schon erwähnt, wenn du das Ganze für dich anhand
anhand deiner tatsächlichen Kosten einmal durchrechnen möchtest, dann schau unbedingt einmal unten in der Videobeschreibung vorbei und dann kannst du das durchrechnen. Aber du findest natürlich auch in der Videobeschreibung diesen Rechner einmal. Ich finde den extrem hilfreich, weil ganz häufig reicht ja auch so eine 80-90%ige Kalkulation, weil du ehrlicherweise ja nicht weißt, wie viel Kosten du im nächsten Jahr haben wirst. Du wirst in deiner Buchhaltung ja immer die Kosten der Vergangenheit sehen, aber nicht die Kosten der Zukunft. Von daher reicht meiner Erfahrung nach dieser Rechner absolut, um für sich herauszufinden, was günstiger ist. Und ja, ich würde mal sagen, viel Spaß dabei, einfach mal hier deine eigenen Zahlen einzutragen. Und schreib mir vielleicht in die Kommentare, was da so bei dir rauskommt. Ist das Fahrtenbuch günstiger oder die 1%-Methode? Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du jetzt noch Fragen zum Thema Firmenwagen hast, zum Fahrtenbuch, zur 1%-Methode, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und schau dir unbedingt auch einmal Wimka an. Alle Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust ja einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es wirklich hunderte tolle, spannende Videos rund um die Themen Steuern, Finanzen, Buchhaltung und so weiter. Zum Beispiel das hier oder das hier.